Wenn wir Baden-Württemberg nüchtern betrachten, dann ist es das Bundesland, das am meisten betroffen ist von der Politik in Berlin und von der Politik insbesondere der grün-schwarzen Landesregierung. Wir wollen die Beschränkung zum Lockdown aufheben. Liebe Zuschauer und Freunde, in meinem Heimatbundesland Baden-Württemberg ist am 14. März eine Landtagswahl. Bei der Landtagswahl hat die AfD letztes Mal mit über 15% sehr gut abgeschnitten für ein Westbundesland. Wir haben das höchste Ergebnis erzielt, das im Westen bis jetzt erreicht wurde. Diese erfolgreiche Politik der AfD, die Oppositionspolitik, wollen wir fortschreiben. Wir haben dazu auch das Potenzial und wir haben vor allen Dingen in Baden-Württemberg auch die Themen dazu. Wenn wir Baden-Württemberg nüchtern betrachten, dann ist es das Bundesland, das am meisten betroffen ist von der Politik in Berlin und von der Politik insbesondere der grün-schwarzen Landesregierung. Am meisten negativ betroffen. Es ist die europäische Politik und insbesondere die grüne Politik in Europa, Berlin und auch in Stuttgart, die dazu führt, dass die Automobilindustrie eine sehr schlechte Zukunftsperspektive in Baden-Württemberg hat. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Die meisten Arbeitsplätze in Baden-Württemberg hängen an der Autoindustrie und innerhalb der Autoindustrie am Verbrennungsmotor und an der Produktion von Verbrennungsmotoren. Und es ist genau dieser eine Punkt, der da immer wieder diskutiert wird, dass man das ersetzen will durch Elektromobilität. Das höre ich hier im Bundestag vom Herrn Özdemir, das höre ich von allen anderen. Jetzt hat die FDP dieses Thema auch entdeckt. Die FDP im Bundestag, namentlich der Herr Theurer und die Frau Skudelny, beide kommen aus Baden-Württemberg, haben erkannt, wo der Knackpunkt zur Landtagswahl ist. Es ist die Wirtschaftspolitik, die dazu führt, dass zehntausende Jobs in Baden-Württemberg in dieser Industrie in den nächsten Jahren wegfallen werden. Viele Menschen werden betroffen sein, viele sind es heute schon. Und die es noch nicht sind, haben ein großes Fragezeichen über ihre berufliche Zukunft. Und hier anzugreifen, klar als AfD zu sagen, mit uns gibt es eine Zukunft des Verbrennungsmotors und damit auch eine Zukunft für die Menschen, die in dieser Industrie arbeiten. Das halte ich für einen zentralen Punkt, mit dem wir Erfolge haben werden. Ein weiterer Punkt ist, und da sind wir auch als Partei ganz klar auf einer einheitlichen Linie, wir wollen die Beschränkung zum Lockdown aufheben. Wir wollen sofort nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, sollten wir eine entsprechende Positionierung in den Mehrheiten kriegen, sodass es eine Regierung nicht ohne uns geben kann, werden wir uns sofort dafür einsetzen, dass hier in Baden-Württemberg endgültig aufgeräumt wird mit den Lockdown-Maßnahmen. Wir halten das für völlig unverhältnismäßig und völlig überzogen. Können sich alle Leute in Baden-Württemberg entsprechend dazu äußern und auch entsprechend ihr Kreuzchen machen. Wir sind die Partei, die diese pandemische Notlage für Baden-Württemberg beendet. Ja, das sind die wichtigen Punkte. Tatsächlich möchte ich Ihnen noch sagen, ich komme ja direkt aus Stuttgart, dass wir in Stuttgart einen Wahlkampf führen, der, man muss es leider sagen, unter maximal negativen Vorzeichen läuft. Wir erleben immer wieder, dass wir Veranstaltungsorte nicht kriegen. Wir erleben, dass wir von der Antifa, das ist diese Terroristengruppe, die mehr oder weniger aggressiv gegen politische Wettbewerber wie die AfD vorgeht, dass diese Terroristengruppe uns einschüchtert an Infoständen im Umkreis von Stuttgart. Und wir erleben auch, und das war ein Novum, dass unsere Plakate in Baden-Württemberg, in der Landeshauptstadt, gestohlen wurden. Ein Großteil dieser Plakate ist nicht auffindbar. Wir wissen nicht, wo sie sind. Das muss man sich einfach mal vorstellen, der Demokratie. Wir haben mittlerweile eine solche politische Konstellation in Baden-Württemberg, in der Landeshauptstadt erreicht, dass wir nicht mehr von einem fairen Wettbewerb der politischen Konzepte ausgehen können. Wir bekämpfen uns mittlerweile oder wir müssen als Oppositionspartei davon ausgehen, dass wir hier bekämpft werden auf allen möglichen Ebenen und verhindert werden auf allen möglichen Ebenen. Wir lassen uns aber nicht einschüchtern. Wir werden trotzdem und beharrlich unseren Wahlkampf in Stuttgart durchziehen. Sie können sich darauf verlassen.
Die AfD wird die Dinge in Baden-Württemberg ändern. Es liegt an Ihnen als Wähler, das entsprechend zu beeinflussen.